Hallo, mein lieber Widder. Schön, dass du reinschaust und herzlich willkommen. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ich möchte jetzt gerne hier eine Legung machen. Und zwar möchte ich Energiebotschaften für dich rausspringen lassen, die dir vielleicht Unterstützung geben können, Ratschläge, Bestätigung in dem, was du vorhast, was du machst, was du machen willst. Ja, was dir vielleicht auch Gedanken oder Zweifel bereitet, was dir vielleicht auch Kraft geben kann und neue Energien oder auch neue Sichtweisen. Und ja, vielleicht kann dich das auch motivieren oder auch sowieso das bestätigen, was du schon weißt. Ja, ich bin gespannt, was dabei herauskommt wieder. Bedenke bitte, dass das allgemeine Energiebotschaften sind, die nicht unbedingt auf jeden zutreffen müssen. Nimm nur das raus, was du brauchst und was für dich passend und stimmig ist. So, da bin ich mal gespannt wieder. Als erstes lasse ich eine Karte rausspringen aus den Energieportalen. Das ist eine Aktivierungskarte vorerst, eine Energy-Aktivierungsbotschaft. Widder, was haben wir denn da? Eine Botschaft für den Widder. Engelfrequenz. Die Engel sind hier. Du bist in Sicherheit. Starke Verbindung. Ja, Widder, das heißt, dass du beschützt bist. Du hast einen Schutzengel. Ich meine, wir alle haben ja irgendwo Schutzengel. Du bist in Sicherheit. Du hast auch vielleicht sogar eine starke Verbindung. Vielleicht auch sogar zu Engeln. Zur geistigen Welt. Du bist in dem, was du machst oder auch was du glaubst, bist du einfach geschützt. Das Ganze ist sicher für dich. Du kannst dir auch sicher sein, wieder, in dem, was du da machst, weil du selber hast da auch eine starke Verbindung. Und du kannst dich auch selber verbinden. Wir schauen mal weiter. Eine weitere Energiebotschaft für Widder. Oh, liebendes Herz. Ja, wieder das liebende Herz. Du hast auf jeden Fall ein liebendes Herz. Du kannst sehr viel Liebe vergeben anderen Menschen, aber das heißt auch, dass du auch sehr viel zurückbekommen kannst. Vielleicht geht es bei dir auch um eine Liebessituation zu einem Menschen oder aber auch zu mehreren Menschen, zu einem bestimmten Verbindungsmensch, wo du selber auch sehr viel zu geben hast. Wir schauen mal weiter. Eine Akasha-Chronik-Orakelkarte für Widder. Oh, Freude. Verbinde dich mit deiner Essenz innerer Lebensfreude und lächle mit jeder Zelle. Wow, das ist schön, Widder. Ja, Ausstrahlung, Freude. Vielleicht bist du ja auch gerade in der Freude. Vielleicht bist du vielleicht verliebt oder so. Oder du kannst jetzt tatsächlich dein Herz vollkommen öffnen und auch ganz viel Wärme und Liebe ausstrahlen. Ja, und lächeln und lachen ist sowieso immer gut. Lächel die Menschen an, lach mit den Menschen. Denn das erfreut das Herz ja auch nochmal. Wir schauen mal weiter. Noch eine Lenormand-Botschaft für Widder. Was sagen die Lenormand-Karten? Die Routen. Ja, das sind ja so ein bisschen Konflikte und Diskussionen, hin und her diskutieren. Ihr könnt ja aber auch gut diskutieren und auch klärende Gespräche führen. Und das zeigt auch, dass ihr sehr bestimmt sein könnt, was jetzt nicht heißt, dass ihr unfreundlich seid oder so, aber ihr seid ja auch autoritäre Personen, auch im Arbeitsleben könnt ihr auch die Chefposition ganz leicht einnehmen und auch auf den Tisch hauen. Vielleicht steht euch das manchmal ein bisschen im Weg, dass ihr vielleicht zu forsch unterwegs seid bei einigen Menschen. Dass das manchen Menschen auch wie so eine Peitsche vorkommt, dass sie einmal gepeitscht werden von dir. Wieder, ich ziehe dir noch eine Krafttier-Orakelkarte. Mal sehen, was wir dabei raus haben. Ein Krafttier für Widder.
der Affe sich immer weiterentwickeln, flexibel sein und Kind sein dürfen. Ja, Weiterentwicklung. Hier, Frequenzen und sich zu verbinden. Wieder, man kann sich immer weiterentwickeln, man kann immer was lernen. Hier die Affen, wir stammen ja auch von den Affen ab, ne? Und die Affen haben ja auch angefangen zu lernen, gewisse Sachen zu sehen, zu spüren, zu fühlen. Ja, wie die Menschen eben. Und man darf trotzdem flexibel sein, man kann flexibel sein und aber auch noch Kind sein dürfen. Ja, wie so ein kleiner Affe rumspringen und Spaß haben, sage ich jetzt mal. Mein lieber Widder, ich hoffe, die Legung hat dir gefallen und hat dir vielleicht irgendwas gebracht oder bestätigt oder dich motiviert. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und bis bald. Tschüss.